Weiter rein. Dann hauen wir das derweil hier rein. 120 Biotreibstoffe. Das ist aber zu viel. Das ist einfach zu viel. 120. Mistdreck. Mistdreck. Ja, doch eine halbe Stunde. 11:15, 11:16 war der letzte Spalt, also 11:46. Das hat doch eine halbe Stunde offensichtlich. So, also es geht hier rein, bis sie voll läuft. Schaut es da aus. Mit der mehr, mit der weniger. Ah, das ist kein Biowasser mit der. Hat er verbraucht, das Biowasser. Das ist kein Biowasser mit der. Ich weiß nicht, kann ich diesen Extraktor auch drin duschen? Kann ich bei dem auch Module reinhauen? Kann ich. Kann ich sogar Module reinhauen? So, jetzt macht er 150 die Minute. Schaut ja mit Strom aus. Maximalkonsum 26, aktuelle Produktion 43, 44. Das steigert, weil jetzt wieder die Sonnenkollektoren jetzt wieder anfangen zu greifen. Der Strom ist genug da. Pro Minute. Ich habe 150 pro Minute. Okay, das würde dann wieder, wenn die wieder, volle Pulle laufen hier. Wird wieder produziert. Sehr schön. Das ist immer nicht schlecht. Was machst du für den ganzen Scheiß Biowasser? Der ganze Biofuel hier. 120 Biofuel, das ist viel zu viel. Das ist ja viel zu viel. 120 Biofuel. Holy cow. Holy cow. Das heißt, ich müsste wieder ins Meer rausbauen. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Oder ich lasse es dabei stehen und mache hier die, also CO2 brauche ich. CO2. Oder rechter Ausgang, mittlerer Ausgang habe ich im Überschuss eingestellt, genau. Mittleren. Mittleren habe ich Überschuss. Das würde heißen, ich bräuchte dann auf jeden Fall
dann bräuchte ich auf jeden Fall. Hier dann einen. Ein Fabrikat dabei da. Stellen wir den da her. Fabrikator. Der stelle ich dann hier ein. Super kompakt Biomass. So. Ach, ich habe verkehrt rum gebaut. Meine bin ich blöd. Meine Fresse, das gibt's aber nicht. Fabrikator in die Richtung. So. Meine Fresse, das gibt's aber nicht. Wieder Biomass. Super kompakt Biomass. So. Hier rein, dann wäre der hier natürlich falsch. Das hier wäre falsch. Wäre jetzt hier falsch, dann bräuchte ich aber nicht in der Mitte. Nix, und dann wäre es links der Überschuss. So. Dahin. Der stellt einen super kompakten Biomass hier. So, jetzt brauche ich einen Biomasse-Verbrenner. Hier brauche ich dann einen Splitter. Splitter. Ich mache einen legitimen Splitter hin. Dann habe ich gesagt, brauche ich. Das heißt, wenn wir das hier wieder erweitern. Heizkesselplattform. Heizkesselplattform. Ah, das war super gemacht. Die haben wir wieder super hingestellt hier. Ich bin ja so blöd, so als Kesselplatz. Machen wir es doch so. Eine hier, eine da, eine da. Ich brauche jetzt, habe ich gesagt, einen Biomasseheizer. Aber ich nur einen Biomasseheizer. Damit ich CO2 erzeugen kann.
In der Mitte machen wir, also beliebig, genau. Und links machen wir Überschuss und so geht das hier nicht. Überschuss. So. Hier rein. Ob das jetzt da angeschlossen oder das Band immer nur? Doch, das schaut nur so aus. So. Solar Power Heizer. Heizkessel nicht angeschlossen. Offline. Wieso geht das nicht? Kann ich nicht einfach nur das Material verbrennen? Muss ich da jetzt einen Heizkessel drauf bauen? Ei. Ah, jetzt fängt an zu verbrennen. Muss ich dazu den Heizkessel draufbauen? Ist für komplett verquatscht, der Heizkessel. So. Aber der produziert jetzt CO2. Output. Kohlenstoffdioxid, genau. 50 Kubik die Minute. 15 Kubik die Minute. Okay. Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid brauche ich aber irgendwo da drüben. Irgendwo da hinten drüben. Kohlenstoffdioxid. Jetzt habe ich hier wieder keinen Strom. Kein Strom. Hier noch einen hin. Stick. Pipeline-Stütze. Wobei, hier ist das ein Quatsch. Kann ich auch die Stapelbahnen nehmen. Die Stapelbahnen. Das Ding ist da oben. So. Okay, dann läuft es hier rein. Der produziert CO2. Das CO2 muss dann natürlich dann wieder retour. Das heißt, ah, schau an, jetzt weiß ich wieder mal, warum ich unten ansiedlig lassen habe. So.
So, CO2. So. So, CO2 brauche ich da drüben. Da drüben. Da hüben drüben. CO2. Das muss da rüben. Hier hin, hier nach da, eine Torrede. Lalalala, das geht sogar aus. Das geht sich sogar aus. So. Hier geht es dann nicht aus, weil hier muss ich dann nach oben. Nach oben und nach unten. Ups. Das heißt, das kommt hier raus. Kommt hier eines drauf im Rahmen. Und hier eine Wand zu. Die kommt hier weg. Da kommt ein Rahmen drauf. Wand wieder hin. So, das CO2 muss dann nach da unten. Nach da unten. Das CO2. CO2. Das heißt, ich brauche dann hier einen Stapelbahn. Hier einen Stapelbahn. Hier. Sieht hier aus. Hier habe ich auch keinen. Schalalala. So. Hier noch da. Hier.
einen Kreislauf machen. Machen wir einen Kreislauf. So. Jetzt machen wir das CO2 darüber. Schalalalala. So. Aber darüber. Da noch eine Wand rein. Okay. Und hier gehen wir dann T-Stückchen. Ein T-Stück hier oder ich gehe weiter vor und gehe vorne runter. Gehe hier runter. Wäre wahrscheinlich die elegantere Lösung. Ach. 2 hoch. Nochmal eins hoch. Nochmal eines. Eines drauf. So. Einmal hier. Und einmal. Da, dann hier hin, dann das hier verbunden, so, dann sind wir direkt drüber, da kommt hier das T-Stück rein, oh, das ruckelt nicht so. So, geht da das CO2 rein, diesen Kreislauf, und dann muss ich noch das hier verbinden. Das heißt, hier kommt wieder ein T-Stück rein. Hier und hier würde ich jetzt mal so behaupten. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Das
mal. Die geht hier rein. Hier geht's dann hier rein. Dann haben wir alle angeschlossen. Ne? Yay! Geschmolzenes Aluminium und Wasser kommt natürlich wieder raus. Wasser. Das Wasser, das brauchen wir wieder wo? Das Wasser muss ja wieder weg. Aber zumindest haben wir schon mal geschmolzenes Aluminium. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das heißt, ich muss hier wieder mal weiter. Geschmolzenes Aluminium. So. Wasser. 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 Wo habe ich jetzt Wasser? Ich habe da vorne Wasser. Also das heißt, das Wasser von hier müsste wieder nach da vorne hin. Da vorne wieder einspeisen. Oh mein, kann man ja machen, oder? Kann man ja machen. Kann man ja machen. Aber dann werde ich es... So. Genau, da gehen wir Wasser noch wieder retour. Normal. Okay. Okidoki. So, wir brauchen wieder einen Tank. Einen Tank. Oder zwei Tanks. Was mit hier nach vorne? Ah, ist gar nicht eingestellt. Hallo. Ich benutze das mal mit mir. So. Okay. Es wird wahrscheinlich das CO2 nicht reichen dann. Das baut er kann weg. So, Tanks. Ich brauche erstmal einen Tank. Tank. Einen Tank. So. Okay.
funktioniert hier wieder. Autosave. Autosave, Autosave, da da di, da da da. Schalali, schalala. Ja, doch, alle halbe Stunde, so ist das schon. Wahnsinn. Ich würde eine halbe Stunde drin. Unglaublich. Unglaublich. So, jetzt haben wir Wasser bei und arme Füße gesehen. So, da, da. Das heißt,
Sehr geil. Sehr geil. Zumindest schon mal geschmolzenes Aluminium. Haha. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So, jetzt müssen wir nur schauen, wie es da ausschaut mit dem Materialzuführung. Ja, klar, Kohlenstoffdioxid war zu wenig. Das war ja absehbar. Ah, da fehlt wieder das Petrolkoks. Sehr interessant. Da fehlt das Petrolkoks. Naja, klar, das läuft hier ein bisschen langsam. Das muss ich auch noch pushen. Das muss ich auch noch pushen, das Petrolkoks. Okay, mal schauen, ob ich gut Material dabei habe. Das Petrolkoks, das muss ich auch noch pushen. Petrolkoks. Das läuft nicht zu langsam. Ich hätte ein bisschen zu langsam läuft. So, einmal nach oben. Einmal nach oben, einmal darüber. Kommt. Nur so mit dem Dreier. Der zu langsam ist, kann ich sie immer noch auf das Vierer umstellen. Gott, gib mir die Schrauben aus, Krautchinesen. Scheißdreck. Ah, ich hab keine Schrauben mehr. Ich hab keine Schrauben mehr. Was?
hier ärgerlich. Ja, wir können mal kurz Buggy fahren in dem Fall. Schrauben braucht die. Jetzt muss ich halt mit dem schnell runter zur Raffinerie. Jetzt kann ich fast kein Biotreibstoff mit drin. Ah, gut, dann kann ich mit dem auch gleich durchfahren. Wenn ich den Scheiß zusammenfahre. Da ist quasi kein Treibstoff mit drin. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Sein. So, kommen wir zur Tankstelle. Ist voll, wunderbar. Ich denke, ich bin schon lange mal gefahren hier.
hier muss ich hoch. Hier ist mein Straßenlaternensitz. Stecken hier, weil da wieder irgendwas ist an der Karte. Immer dieselbe Stelle. Immer dieselbe Stelle. So. So, jetzt sind wir wieder hier. Shit. Nein, nein. Oh, fuck. Fuck. Ich bin fast totgestürzt. Förderband. So. Dreier Förderband, so was unten. Hier hin und da hin. Ah, vorne war es nicht. Achtzig pro Minute. Ja, das ist jetzt nicht so. Also, Aloxidlösung ist da, Petrokoks ist da, Kohlenstoffdioxid ist ein bisschen mau. Gut, aber da kann ich mir dann immer noch drum kümmern, weil ich habe noch den Biotreibstoff. Dann muss ich allerdings den Biotreibstoff, muss ich dann, so es ausschaut, dann noch einmal ein Ding bauen. Eine Plattform bauen für Ding, für Stromgeneratoren, damit ich dementsprechend CO2 produziere. Das heißt, ich kann da gleich mal einen Steg ins Wasser bauen. Steg ins Wasser bauen, das ist nur die Frage. Ich mache das gleich hier, gehe nach vor. Wahrscheinlich schon. Ach. Quatsch. Ah, jetzt fällt mir wieder der Beton. Ah, ja, alles klar. Jetzt fällt mir wieder der Beton. Ah, ja,
Gut. Der hat hier 60 pro Minute. 60. 60. Das heißt, ich bräuchte auf jeden Fall, muss ja nicht die 60 aufbrauchen. Ich kann ja dann. Das heißt, ich brauche dann einen Lösungsheizer. Ich denke, nehmen wir 5, oder? Nehmen wir mal 5. 5. Heizkesselplattform brauchen wir 5. Heizkessel MK2 brauchen wir 5. 5. Dann brauchen wir Konverterplattform 5. Dann brauchen wir Turbine MK2 5. Und HV-Generator brauchen wir 5. Und dann werden wir brauchen noch Kühlplattform. Nehmen wir 2 und zusammen Dampfkühlturm. Genau, CO2 schon nehmen wir nicht. Und ich brauche das CO2 für mein Zeug hier. So. Genau, und dann brauche ich noch. Aber das mal Beton. Da haben wir eine Zähne drauf, da haben wir Zähne drauf, damit man gleich sieht, was ich an Material noch brauche. Also ich brauche wieder Bleiplatten, brauche Eisenblechplatten, Turbodrahtplatten, Stahlschrauben, Kobaltplatten, schwermodulare Rahmen, okay. Ja gut. CO2. Ich hab's mir noch gedacht, ganz am Anfang habe ich mir noch gedacht, CO2, was man produziert, das Verbrennen, das braucht man sicher irgendwann noch, weil man vielleicht, keine Ahnung, CO2 filtern kann oder was der Geier. Jetzt braucht man das CO2 tatsächlich für die Aluminiumproduktion, unglaublich. Unglaublich. So, das heißt, ich muss zuerst zur Basisretour, dann brauche ich Beton, brauche ich Bleiplatten, brauche ich Eisenblech, Turbodraht, Stahlschrauben, Kobaltplatten, schwere modulare Rahmen. Na super. Ach stimmt. Da brauche ich eine Wasserextraktur. Nehmen wir 2.